Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Snake Pass. Wir sind bei Level 11 Sengende Schrein. Oder Sengender Schrein. Das links daneben ist ein Anzeigefehler. Das kommt davon, wenn man zu schnell durch die Level durchskippt nach rechts. Passiert es gerne, dass dann die Informationen vom vorigen Level übernommen werden. In der linken Leiste daneben. Ist also mehr oder minder ein kleiner Bug. Und ja, hat nichts weiter zu bedeuten. Wir machen auf jeden Fall weiter, legen los und ich würde sagen, macht doch euch drauf gefasst, dass die zukünftigen Level sogar 2 bis 3 Parts dauern. Sprich also nicht sofort nach ein, zwei Parts. Ja, ganze Welten wieder durch sind. So, ich bemühe mich jetzt erstmal auf jeden Fall hier so viele wie möglich von den blauen Hügelchen schon mal vorweg zu sammeln. Okay. Gut, wir haben eine Münze. Das speichere ich dann auch schon mal ab. Und jetzt versuche ich hier mein Glück. Und scheitere direkt. Ist ein Träumchen. Okay. Wenn ich mal etwas lauter spreche, kann es sein, dass der Kopfhörer komplett auf meinen Kopf raufgerutscht ist. Also auf meine Ohren. Das nur als kleine, ja, ich nenne es mal Vorwarnung. Ja, okay, da ist auch ein Checkpoint. So, grandios. Inzwischen habe ich übrigens echt den Dreh raus, also gedanklich zumindest, wie man hier ja relativ flott an die Sachen rankommt. Auch wenn es nicht so scheint immer. Okay, das war jetzt just fail, würde ich sagen. Okay. Hab eine andere Idee, wie ich da rankomme.
Sehr schön. Gut, dann hat das jetzt auch funktioniert. Alles klar. Sehr schön. Oh nein. Oh, ein Monster. Oh nein. Keine Ahnung. Ich konnte es nicht so schnell lesen. Ich habe es auch nicht realisiert, dass jetzt schon irgendwie instant nochmal ein Geräusch kommt oder sowas. Aber ich würde sagen, ich versuche jetzt erstmal weiterhin mich an diesen Level. So. So hat das nicht funktioniert. Ich wollte mich eigentlich tatsächlich so ranhängen und dann mich wieder hochziehen lassen, aber das Spiel hatte andere Pläne für mich anscheinend. Oder offensichtlich, sage ich mal lieber. Sehr schön, dass es jetzt funktioniert hat. Okay. Okay.
Das ist interessant. Okay. Ja, okay, Spiel, dann halt nicht. Was ist denn das Problem vom Spiel, dass es mich einfach nicht hier hochlassen möchte? Okay, versuche ich dann halt so. So geht's dann auch. Gut. Okay. Okay, gut, ja. Finde ich prima. Sollte so sein. War total mein Plan. Hat er mich festgeknotet anscheinend gerade sogar. Leute, das wollen wir mal jemand nachmachen. So eine kleine Challenge an euch. Knotet euch als Schlange in diesem Spiel irgendwo dran fest. Okay, wie dem auch sei. Ich habe noch nicht viele Münzen, ne? Mir fehlen noch vier. Sag mal, hat da der Entwickler über die Münzen vergessen? Oder bin ich jetzt nur zu blind, um sie zu finden? Okay, wie dem auch sei. Okay. Von hier, von der Ansicht her, sieht das gar nicht so weit aus, ne? Aber wenn man dann so rüber guckt, merkt man, okay, ja, doch, ist doch ein bisschen weiter entfernt als gedacht.
Apropos Münzen, ich korrigiere meine Aussage, da ist schon die nächste. So, Münzen haben wir alle. Kugeln meine ich. Jetzt sind die Münzen und die. Nee, jetzt sind nur noch die Münzen dran. Gut, dann gucke ich mich genau um. So, warte mal, die erste ist ja hier drinne. Dann eruiert das Spiel einen ja hier hin. Weil man dann rüber soll. So. Dann sollen wir ja quasi da weiter, kommt hier hin und soll quasi hier drüber nach hier drüben hin. Dann hier längs und soll dann hier längs. Moment. Ich glaube, ich habe schon einer der nächsten Münzen Verdacht, wo sie sein könnte. Ja, und der Verdacht war auch nicht so unbegründet. Ah, Scheibengleister. Okay. Trotz, dass wir es quasi geschafft haben, muss ich das jetzt nochmal machen. Ja, und noch einmal, weil ich ja halt wirklich mich nochmal runterfallen ließ. Okay, Leute. Jetzt halt wie, ich nehme die Abkürzung. So, jetzt möchte ich noch einem Verdacht auf die Spur gehen. Ja, gut, das bleibt und ist einfach weiterhin ein Verdacht, weil hier ist nichts weiter. Okay, gut. Nachdem man da oben dann weitergegangen ist, würde ich sagen, muss ja dann dementsprechend dort drüben was sein.
Weil im Endeffekt kommt man ja hier runter oder wird ja zum nächsten Ding gelotst. Moment. Was dann ja hier wäre. Gut. Weitere Möglichkeit ist ja hier immer noch. Und dann kommt man ja schon wieder zurück. Das heißt, wenn das nicht hier ist und auch nicht da, muss es ja quasi geradezu irgendwo da in dem Bereich ja noch sein. Moment, eins habe ich noch nicht kontrolliert. Genau. Hier unter. Oh, ich hasse es. Ich hasse es, wenn ich recht behalte. Darunter ist tatsächlich die Münze. Das heißt allerdings, warte, ich kann das doch wieder umdrehen, ne? Ich glaube, dann habe ich nämlich ein bisschen bessere Möglichkeiten, da ranzukommen. Ja, wesentlich bessere Möglichkeiten, okay. Moment, das war jetzt aber nur die vierte? Wait a second, welche habe ich denn vergessen? Okay. Oder hatte ich hier vorher schon einmal es verhauen und dadurch die hier wieder verloren? Nein. Okay, das ist natürlich seltsam.
Was könnte denn noch sein? Ganz gut könnte ich mir vorstellen, dass da noch was ist, aber. Gut, Leute, ich werde mal ganz kurz nachgucken. Ich bin gleich wieder da. Okay, da bin ich wieder. Und ich sehe gerade eigentlich sogar schon, wo es ist. Ist schon ein Stück weit dreist eigentlich. Weil es wird theoretisch hingewiesen drauf mit einer kleinen Sonne. Ja, man kann hier nämlich unter dieser kleinen Treppenbrücke durch. So, jetzt haben wir wieder alles und können das Level beenden. Bin sogar fast froh darüber, dass ich so flink war, weil ich hätte jetzt gedacht, es dauert länger. Gut, ich habe mich jetzt auch nicht so blöd angestellt wie bei den letzten zwei Leveln. Aber hätte trotzdem sein können, dass ich wieder ein wenig versage, sag ich mal. Gut, dann geht es im nächsten Part mit dem nächsten Level weiter. Und somit auch mit dem letzten Level in dieser Welt. Von daher bedanke ich mich jetzt erstmal wieder fürs Zuschauen. Bedanke mich erstmal wieder fürs Dranbleiben und dabei sein. Und von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein. Habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Sars. Haut rein und ciao. Tschüss.